Italien in der Region Piemont. Die Römer gaben dieser Landschaft am Fuße der Westalpen den Namen Cusius. Das wichtigste Element im Panorama des Cusio ist der Lago di Orta. Am oberen Ende trennt der Mutarone, auf dem wir uns gerade befinden, den See vom deutlich größeren und bekannteren Lago Maggiore. In römischer und mittelalterlicher Zeit jedoch war der Ortasee bedeutender als ein großer Nachbar. An seinen Ufern entlang bot sich ein günstiger Weg zum Simplonpass und zur Überquerung der Alpenkette. Hier am Ostufer entlang führte die Septimia, die alte Römerstraße, die Genua mit dem Simplon verband. Noch ein Tunnel, zwei Kurven, dann sind wir in der Bahnstation Orta Miasino. Seit vielen Jahren besuche ich mehrmals im Jahr Orta San Giulio. Erlauben Sie mir, Ihnen den Zauber dieser Gegend näher zu bringen. Wir beginnen die Rundreise in dem Garten der Gemeindeverwaltung von Orta San Giulio, der Municipia, an der Statue von Karl-Heinz Roth. Orta ist für mich der schönste Platz auf dieser Welt. Willkommen am Lago di Orta. Orta San Giulio ist eine Gemeinde mit 1200 Einwohnern in der italienischen Provinz Novara. Der Ort liegt auf einer Landzunge am Ostufer des Ortasees. Der Hauptplatz des Ortes ist die Piazza Motta, an der auch die Schiffe zu Isola San Giulio ablegen. Hierher führen auch alle Treppen und Gassen des Ortes. An der Nordseite des Platzes liegt das ehemalige Rathaus aus dem Jahre 1582. Das Gebäude diente lange als Sitz der Regierung der kleinen Republik Orta. Hier tagten die Abgeordneten der Dörfer des Kirchenlehens. Sie übten gesetzgebende und vollziehende Macht bis 1767 aus. Die Wappen gehörten den Bischöfen und Grafen von Novara und den Adligen aus dem Hause Sardinien. Von der Ostseite des Platzes steigt die breite Prozessionsstraße Via Albertuletti an. An ihrem Ende thront die Pfarrkirche Santa Maria Assunta. Sie wurde erstmals im Jahre 1485 erbaut und in der zweiten Hälfte des 18. Jahrhunderts erneuert. Der Tourismus hat in den letzten Jahren stark zugenommen. Täglich besichtigen viele Besucher den Ort und die Insel San Giulio. Ältere oder gebrechlichere Besucher werden komfortabel mit dem Trenino zu Piazza gebracht. Am Ortseingang stehen ausreichend Parkplätze zur Verfügung. Von dort geht es mit einem kleinen Spaziergang durch die Gassen und an der Uferstraße entlang zur Piazza Motta. Über dem Ort erhebt sich ein Hügel, der Sacro Monte di Orta,
der Teil des UNESCO-Weltkulturerbes ist. Heute, nach 200 Jahren weitgehender Unberührtheit, präsentiert sich der Sacro Monte als unübertreffliche Synthese von Kunst und stimmungsvoller Naturkulisse. Hier erwarten den Besucher in 20 Sakralbauten 900 lebensgroße bemalte Holzskulpturen. Herzlich willkommen am Sacro Monte d'Orta, dem Monumentalkomplex aus 21 Kapellen, in denen mit Fresken und Terrakotta-Statuen die wichtigsten Episoden aus dem Leben des heiligen Franziskus von Assisi zu sehen sind. Der Sacro Monte d'Orta ist Teil des Weltmenschheitserbes der UNESCO, da er eine erfolgreiche Integration von Architektur und dekorativer Kunst in Landschaften von außerordentlicher Schönheit darstellt. Autor des Projekts war der Architekt Cleto da Castelletto Ticino, und von Beginn an wurde nicht nur der Verlauf der Kapellen genau studiert, sondern auch die Umgebung und die Vegetation. So ergab sich ein ganz außergewöhnliches Verhältnis zu der den Gebäudekomplex umgebenden Natur, die Ansicht des grünen Sees und die Kapellen, die auch heute noch den Sacro Monte, den Heiligen Berg, kennzeichnen. Die Arbeiten an dem religiösen Bau begannen im Jahre 1590 und dauerten über ein Jahrhundert. In der ersten Bauphase bezogen sich die gewählten künstlerischen Darstellungen auf Modelle der Renaissance. In dieser Phase waren unter anderem die Bildhauer Cristoforo Prestinari, die Maler Giovan Battista und Giovanni Mauro della Rovere sowie Morazzone an dem Projekt beteiligt. Sie schufen Skulpturengruppen und intime und gesammelte Fresken in einem nüchternen Realismus, klar und elegant, entsprechend den künstlerischen Tendenzen der Zeit. Die Entscheidung, Episoden aus dem Leben des heiligen Franziskus darzustellen, ist nicht zufällig. Wichtige Episoden aus dem Leben des Heiligen, wie die von einem Engel verkündete Empfängnis, die Geburt in einem Stall, die Entscheidung zur Armut und Predigt, die Versuchungen des Teufels oder die Stigmata, nähern ihn der Figur des Christus an. Die Szenen aus dem Leben des heiligen Franziskus sollten für alle Gläubigen leicht verständlich sein, da es sich bei ihnen größtenteils um Analphabeten handelte. Um die erzählte Geschichte leicht verständlich und realistischer zu machen, schufen die Künstler Statuen, für die die Menschen aus der Region als Modell dienten. Die Gesichter von Dorf- und Bergbewohnern machten die Statuen nicht immer elegant und schön, sondern konkret und gelebt. Ab der Mitte des 17. Jahrhunderts änderte sich das Verständnis des Heiligen Weges. Die Darstellungen sind nun in einem theatralischeren Stil gehalten, mit bewegten Figuren und Massenszenen, entsprechend der neuen Mode des Barock. Sie stammen hauptsächlich von dem Bildhauer Dionigi Bussola und von den Malern Gebrüder Nuvolone. Am Ende des 17. Jahrhunderts führte der lombardische Maler Stefano Maria Legnani auf dem Sacro Monte einen neuen Rokoko-Stil ein, der auch die Arbeiten des 18. Jahrhunderts kennzeichnet. Aus dieser Zeit stammen auch die Werke des Bildhauers Beretta. Am Ende des 18. Jahrhunderts werden die Kapellen mit dem Bau der neuen Kapelle abgeschlossen. Diese ist komplett im neoklassischen Stil gehalten. Außer den Künstlern waren auch zahlreiche Handwerker an dem Bau beteiligt, die diverse Zeugnisse ihrer Kunst hinterließen, wie Türen oder Gitter aus Holz und Schmiedeeisen in herrlicher Machart. Für einen einfacheren Rundgang weisen gemalte Hände an den Fassaden der Kapellen die Richtung. Der Andachtweg endet oben auf dem Berg mit der Kirche San Nicolao. Das frühromanische Gebäude wurde im 17. Jahrhundert als Imitation der Basilica Inferiore, der Unterkirche in Assisi, vollständig umgestaltet. Durch den Eingangbogen, über dem Franziskus von Assisi thront, verlassen wir den Sacro Monte. Mit der Einführung des Christentums wurde dieses Gebiet seit dem 4. Jahrhundert besiedelt. Zeuge dieser langen Besiedlung ist auch der alte Friedhof mit dem schmiedeeisernen Tor, der auf der Hälfte des Weges hinunter zum Ort liegt. Ebenfalls das Beinhaus mit seinem wunderbaren handgeschmiedeten Gitter aus dem 17. Jahrhundert. Ein Charakteristikum Ortas ist das Kopfsteinpflaster,
mit den mittig verlegten Granitplatten für die hochhackigen Schuhe der Damen. Das Baumaterial stammt aus den umliegenden Bergen und Flüssen. Im Mittelalter war diese Kirche nur eine Kapelle. Nach der Erlösung von der Pest ließ die Gemeinde von Orta 1485 diese Kirche bauen. Die meisten Bürgerhäuser stammen aus der Zeit der Renaissance und des Barock. Sie sind bemalt und reich verziert bis unter das Dach. Ihre Gärten sind Orte der Muße und Ruhe. Laubengänge, Innenhöfe, Liebreiz, wohin man schaut. Aus dem 17. Jahrhundert sind diese Fresken am Haus der Gnome, das wohl um 1400 gebaut wurde. Ein weiteres Charakteristikum sind die mit Granitplatten gedeckten Dächer und die engen, schattigen Gassen. Autos, soweit sie überhaupt zugelassen sind, haben es nicht leicht, hier durchzukommen. Fußgänger jedoch genießen den kühlen Schatten zum Shopping. Entzückende kleine Geschäfte verkaufen Schmuck und Kuriositäten. Regelmäßig finden hier, unterstützt von der Gemeinde von Orta und der Region Piemont, Kunstausstellungen statt. Im alten Palazzo Pinotti Ubertini, dem ehemaligen Haus einer berühmten Anwaltfamilie Ortas, findet gerade eine beeindruckende Canaletto-Ausstellung statt. In der Via Poli werden Sie die kleine Kirche von Padre Pio entdecken. Seine Kirche mit dem vorgelagerten Souvenirladen ist eine Attraktion für viele Touristen. Eingezwängt zwischen den benachbarten Häusern wird die bescheidene Kirche regelmäßig von vielen Gläubigen besucht. Diese Skulpturen können Sie nicht mitnehmen, nur erwerben. Sie sind Teil einer tonnenschweren Skulpturenausstellung, die die Gemeinde Orta und eine italienische Bildhauerin hier der Öffentlichkeit präsentiert. Seit 1228 findet jeden Mittwoch hier der Wochenmarkt statt. Mit Blick auf die Isola San Giulio ist in der Via Giovannetti, der einzigen breiten Zufahrt in den Ort, diese kleine Kirche erwähnenswert.
Hell und lichtdurchflutet, lädt sie mit der meist offenen Tür zum Verweilen ein. Villen und Paläste, die hinunterreichen bis an das Seeufer, finden wir in riesigen Gärten. Die Vegetation hier am See gedeiht durch das milde Klima prächtig. Cristoforo Benino Crespi, ein italienischer Baumwollindustrieller, der sich in Ägypten verliebt hatte, ließ 1880 diese Villa nach maurischem Vorbild als Landsitz bauen. Die Bauzeit der Villa Crespi betrug 18 Jahre. Vor allem unter den Folgebesitzern wurde die Villa Treffpunkt der aristokratischen und politischen Oberschicht des Landes. Heute ist das Crespi ein luxuriöses Hotel mit Garten, das sich für Hochzeiten und Veranstaltungen eignet. An der Ostseite des Sees hat die Gemeinde mit viel Aufwand einen Hafen mit Restaurant und Bar angelegt. In den Sommermonaten wird dieser Ort zum Badevergnügen genutzt. Laub- und Kastanienwälder und gewaltige tropische Bäume, die ihre lederartigen glatten Blätter nie verlieren, umfassen den See. Unmittelbar am Seeufer entlang führt uns die Passeggiata. Um die Halbinsel herum, vorbei an historischen Gebäuden, zurück ins Zentrum. Der See ist 18 Quadratkilometer groß. Als einziger See Italiens fließt er nicht nach Süden ab, sondern nach Norden und mündet letztlich in den Lago Maggiore. Mit seinem blaugrünen Wasser lädt er uns jetzt zum Bootsfahren ein. Zur Insel San Giulio legt das Boot von der Piazza ab. Zum Gemeindegebiet gehören die Ortsteile Corconio, Imolo und Legro, sowie die Insel Isola San Giulio. Ihr Name geht auf einen wundertätigen Griechen namens Julius zurück, der die Insel im 4. Jahrhundert von Drachen und Schlangen befreit haben soll. Die Legende erzählt, dass die Insel einst von einer riesigen Schlange bewohnt war, die alles zerstörte. Als Julius sich dem Ort näherte, verjagte er alle wilden Tiere, breitete seinen Mantel über das Wasser aus und erreichte die Insel, ohne nass zu werden. Am Ende seines Lebens entschied er, auf der Insel eine Kirche zu errichten, um hier seine letzte Ruhe zu finden. Die Silhouette der Insel wird beherrscht von dem mächtigen ehemaligen Bischofspalast und von der Basilika, die der Bischof von Novara im 9. Jahrhundert bauen ließ. Einer der prominentesten Besucher von Orta San Giulio war der Philosoph Friedrich Nietzsche, der hier im Mai des Jahres 1882 in Begleitung der jungen Lou Salome diesen Ort beehrte. Die Basilika zählt zu den bedeutendsten romanischen Bauwerken im Piemont. Eine Attraktion für Besucher stellt auf jeden Fall auch eine mysteriöse mittelalterliche Kanzel aus schwarzem Serpentin dar. Sie zeigt das Symbol des Evangelisten Johannes sowie Fabelwesen und soll von einem unbekannten Meister im Mittelalter geschaffen worden sein. In der Krypta ruhen die Reliquien des heiligen Giulio in einem Prunksarg aus dem Jahre 1697. Um die Insel herum führt ein kleiner Rundwanderweg, der Weg der Stille.
Unter dem monumentalen Bischofspalast hindurch führt uns der alte, granitgepflasterte Weg, der zur Meditation einlädt. An vielen romantischen Motiven vorbei, um die Insel herum. Die Tafeln erinnern an die Stille, die gewährt werden soll, und inspirieren zur Selbsterkenntnis. Die Rundreise durch die Gemeinde Orta San Giulio geht nun zu Ende. Wir legen wieder an der Piazza Motta an und haben damit die Gemeinde umrundet. Zwei Dinge gibt es noch, die Sie nicht missen sollten. Zurück in dem Ort belohnen wir uns mit einer der Eisspezialitäten, die hier lange Tradition haben. Eine Köstlichkeit, nicht nur für Kinder. In der Gemeinde Orta wurde 1983 für das ZDF der Film Jakob und Adele mit Brigitte Horney und Karl-Heinz Schroth gedreht. Dafür wurden die Hauptdarsteller in Deutschland mit der goldenen Kamera ausgezeichnet. Ist das schön! Gesegnetes Land. Ah, man sagt sowas so hin, gesegnetes Land. Gesegnete Schöpfung. Karl-Heinz Schroth lebte hier am Ortasee mit seiner Frau Barbara. Er liebte diesen Ort über alles. Die Gemeinde Orta San Giulio ehrte ihn mit dieser Statue. Seine Worte wurden am Fuße in Bronze gegossen. Orta ist für mich der schönste Platz auf dieser Welt. Sie haben mich vorhin ganz schön aus der Fassung gebracht. Hab ich? Der liebe Gott hält die Erde an. Und nur für einen kurzen Moment. Den man nicht verpassen darf. Was sehr leicht passieren kann. Dass man ihn nicht erkennt, den winzigen Augenblick. Der für einen bestimmt ist. Oder für zwei. An dem man erkennen muss, bevor der liebe Gott die Erde wieder in Gang setzt. Rosina la più bella, si mise a navi.